Einen wunderschönen guten Morgen hier auf meinem wunderschönen kleinen Kanal. Irgendwann im letzten Jahrtausend hat man mich mal auf den Namen Maverick getauft. Und wir spielen hier gemeinsam Fallout 3, sind gerade immer noch in Alaska, in Anchorage. Haben schon viel geschafft und stehen jetzt vor der großen chinesischen Festung. Müssen noch über ein Minenfeld rüber, was wir gerade entschärft haben. Und dann geht das rein da. Und dann werden wir da sicherlich den bösen chinesischen Endgegner treffen. Weil böse chinesische Endgegner oder generell böse Endgegner sitzen immer in großen Festungen und was, ja, ich denke schon. In diesem Sinne würde ich sagen, viel Spaß beim Video und auf nach Alaska. Okay, dann entern wir jetzt den Chinese Compound. Scheiße, die großen Mark-2-Turrets. Ah, so geht's natürlich auch. Ich hätte jetzt eine Handgranate draufgeschmissen, aber so geht's auch. Der Verstrahlung nach zu urteilen, hat hier einer mit dem Fat Man geknackt. Eine Granate. Zweite Granate. Ja, war vielleicht doof mit den Granaten. Konnte ich ja nicht ahnen, dass der so schnell läuft. So Blödsinn, alle schießen auf alles, nur nicht auf ihn, der gerade einen umbringt. Ist irgendwie unlogisch, aber okay. Ja, was nun? Geht das jetzt bald mal los hier, oder? Nein. Was die Katze jetzt will? Ich mal eben kurz gucken. Gegenstände, Gegenstände, Quest da. Der ist das. Warum geht das jetzt nicht hier? Was ist hier los?
Ja, dann laden wir nochmal neu ab. Da geht ja auch. Ey! So. Warum hat da jetzt die Quest nicht getriggert? Das ist doch doof. Dann mache ich nochmal einen Quicksave, bevor ich da reinrenne. Ah ne, hier kann ich quicksaven, gut. Dann quicksaven wir mal hier. Nicht, dass ich mir den ist gleich kaputt hier. Mann! Oh Mann, wieso schmeißt er denn jedes Mal? Alter! Warum? Warum tut er dies? Ich lade schnell. Und er schmeißt instant eine Granate, so wie eben auch. Was soll denn das? Ja. Ich hätte ihn ja auch gerne gepowerfistet, aber. Es genügt, Soldat. Damit ist die Simulation und dieser Teil Ihrer Ausbildung abgeschlossen. Sie haben bewiesen, dass. Cool. Das war Operation Anchorage. Schön. Sehr schön. Ja. Gut. Jetzt bin ich wieder überladen, weil ich habe wieder zu viel Kram dabei. Okay. Okay. Okay, aber das müsste ich lesen können, genau. Und das, nee, das nicht. Okay, hätte ich gedacht, dass ich das hier lesen können müssen. Big Book of Science geht auch nicht. Naja, ich habe auch noch genug Schrott, den man wegschmeißen kann, oder? Habe ich? Habe ich? Habe ich nicht? Ich habe kaum Schrott, den ich wegschmeißen kann. Das tue ich den mal weg. Ja, dann kommt die Assault Rifle weg. So. Hervorragend. Diese Simulation haben Sie groß. Sie kriegen hier. Mich wird erstmal ein Doktor reizen, der mich eventuell. Das beschäftigt hier. Na,
worauf warten Sie denn? Los, knapp! Ja, ja, ja. Die da nehme ich, ne? T51 Power Armor. Ghost Rifle. Nehme alles ich, ne? Ja, nehme ich auch. Nehme ich auch. Gib mir den Mist. Gib mir das alles. Hä? Achso. Soweit ist schon, okay. Ich kriege gar nicht das mit, den Scheiß. Mist. Steel Alloy, ja, die ist aber gut was wert, ne? Wobei, so viel ist sie auch nicht wert. Den Basie brauche ich nicht mehr, weil ich müsste meine Power Fest haben, genau. Dann brauche ich keinen Baseballschläger mehr. Was brauche ich denn noch nicht? Die kann weg. Der Ripper kann weg, die Abgesägte kann weg. Weg, weg. Der wiegt auch 10 hier. Ja, das kann weg. Die Flamer-Munition wiegt auch was, ne? Ne, 003, 001, das wiegt alles kaum was. Mini-Nukes 3. Raketen 3. Also das bringt's schon mal nicht. Flamer weg, ja. Raketenwerfer weg. Braucht doch keiner. Assault Rifle habe ich, glaube ich, noch nie benutzt, das Ding. Weg damit. Die Ghost Rifle will ich ungern hergeben. Fehlen immer noch 12. Noch. So, passt. So. Was ist, was jetzt hier schon wieder passiert? Schon wieder zu schwer, scheiße, das gibt's doch nicht. Minen braucht kein Schwein. Pistole bleibt hier. Was ist das denn hier, Freundchen? Erst sagst du, ich kann alles nehmen und dann willst du mich umbringen? Das ist jetzt gemein. Wo lasse ich die denn jetzt noch, die T51? Also die T51C. Weil die ja auch sehr cool aussieht.
Waren das jetzt alle? Ja. So. 8 EP fehlen mir noch, das gibt's doch nicht. Kann hier mal noch einer sein, da kann ich meine Stärke nämlich noch ein bisschen pushen. Wenn ich hier noch einen wegklatschen kann, kann ich meine Stärke noch erhöhen. Wenn ich meine Stärke noch einen höher kriege, dann könnte ich noch 3-4 Sachen mehr mitnehmen. Das wäre nicht schlecht. Wo ging das denn hier raus? Da nicht. Hier, da ist der Fahrstuhl. So. Ach ja, oben werden sicherlich auch noch einige sein, die dann. Sich gleich noch über so schöne Dinge freuen. Also, ich muss mein. Was ist denn das für ein Skill hier? Keine Ahnung. Auf jeden Fall muss ich. Irgendein Buch hatte ich doppelt: Big Book of Science. Mein Science Skill muss ich noch hochkriegen. Ja, und das wird gute Frage, was der Skill ist. Gut. Bring me up there, I want to kill peoples. Klopfe langsam. Da wir jetzt. Oh, das dauert ja Jahre. Hat das vorhin beim Runterfahren auch so lange gedauert? Ich weiß das schon gar nicht mehr. So, das war dann Operation Anchorage. Schön. Hä? Hat er mich gerade aus voller Energie so weggebracht? Okay. Na gut, von mir aus. Dann soll's so sein. Oh, jetzt habe ich wieder nichts, weil ich wieder alles neu belegen muss. Das ist doch zum. Naja. So, das ist die 1, das ist die 2, das ist die 3, das ist die 4, das ist die 5. Gauss Rifle wird die 6, das wird die 7. Pulsmalen braucht kein Mensch. So, ich laufe jetzt so weg hier. Acht EP fehlen mir. 8 Stück. Bei dem Ding jetzt irgendwie witzlos finde ich, muss es echt den ganzen gleichen Weg wieder rauslaufen, ne? Das ist halt immer so, ja. Ja, man soll sich da ja durchkämpfen, aber das ist dann irgendwie. Gerade bei Fallout 3 finde ich das teilweise echt extrem, weil du wirklich teilweise wirklich. Ey, du wirst echt auf Wege gezwungen, die wirklich doof sind. Das hätte man hier schöner lösen können, meiner Meinung nach. Aber gut. Das Spiel ist halt auch schon 10 Jahre alt, ne? Das sieht man ja auch daran, dass die Welten alle noch relativ klein sind hier. So, wo gehen wir denn jetzt mal hin hier? Kann ich in die Metrostation reingehen? Ah, da bin ich gerade rausgekommen aus der, ne? Oh, jetzt auch nicht, das ist da auch noch der einzige Weg hier raus. Doch, ist es. Scheiße. Ja, dann, ich glaube, ich muss noch so ein Metro-Netzwerk-Overhaul runterladen. Gibt's bestimmt. Hier ein bisschen mehr vernetzt, dass man ein bisschen mehr in mehrere Richtungen kann da unten. Das gucke ich gleich mal, bevor ich ins Bett gehe, ob sowas gibt. Da wird das nochmal installiert.
den einen Level, den mache ich noch und dann ist erstmal Feierabend für heute. Ich habe schon gesagt, über 7 Stunden dabei. Abzüglich Mittagspause. Aber. Warte mal, konnte man da unten weiter? Bestimmt nicht, wa? Manchmal kannst du ja die Tunnel lang. Oh, hier scheinen die Tunnel alle verschüttet zu sein, ne? Ja, da liegt ein. Ja. Ja. Hui. Na, ja, es ist auch schon spät. Ach ja, die war ja verschüttet, genau. So. Mussten die Power Armor bei Fallout 3 auch schon immer an. Nein, brauchten sie nicht, ne? Die brauchten hier keinen Rucksack, ne? Nicht Rucksack, keinen Energiekern. Fallout 4 muss ja einen Energiekern drin haben, sonst bleiben die Dinger ja stehen. War das hier auch so? Ich glaube nicht, ne? Cool. Jetzt brauche ich bloß irgendwo eine Kiste mit Schrank und dann. So. Was bist du? Du warst mal ein Raider. So geil finde ich Power Armor eigentlich gar nicht. Du bist langsam damit. Es ist, ja. Ja, ist schon, er hat schon was, das Ding, aber ist, du bist einfach arsch langsam. Mal sehen, ob ich treffe. Knack. 5. So, einen noch. Und eigentlich kann man mit einer Power Armor doch auch aus dem 10. Stock springen, oder nicht? Dachte ich immer. Naja. Who's shooting me? So, irgendwas war 35. Grognak, ne? Genau, Grognak konnte ich, oder ne, Wissenschaft. Wissenschaft konnte ich nicht lesen, genau deswegen. Ja, ne? Meine ich nämlich auch. Das ging, es war erst in Fallout 4, wo man das brauchte. Nahkampf bin ich ja nicht gut genug. Ich muss die kleinen Waffen besser kriegen. So. Scoundrel. Gunner 2. Habe ich gar nicht mein Gewicht erhöht. Egal. Wollte ich eigentlich. Egal. Ich bin überlastet und kann nicht mehr laufen. Oh nein. Ja klar, die wiegt natürlich einiges, ne? So. Okay, da bin ich jetzt Level 6, wa? Hopp. So,
So, das war also Operation Anchorage. Boah. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe schon schönere DLCs gesehen. Das war jetzt, habe ich ja, glaube ich, zwischendurch auch zwei, dreimal gesagt. Das war jetzt ein bisschen Call of Fallout. Ja. Weiß ich nicht. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ist jetzt nicht so das, was eigentlich was Fallout eigentlich sein soll. Meiner Meinung nach. Das war jetzt einfach nur Ränder durch, knall alles ab. Ja. Ist okay. War ganz witzig, aber war nicht Fallout. Nein. Gut, das soll ja auch schon eine Simulation darstellen. Okay, lasse ich gelten. Ja. Aber hätte man noch schöner lösen können. Aber gut. Ist jetzt eh zu spät, ist 10 Jahre her. Naja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Schaut gerne wieder rein. Lasst gerne einen Kommentar da, lasst gerne einen Daumen da. Lasst doch gerne ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Jetzt machen wir ja im Wasteland weiter, da ist wieder ein bisschen mehr Fallout. Und schaut mir auch gerne auf Twitch zu. Ich streame auch viele andere Dinge, die hier nicht auftauchen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, schaut wieder rein. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.